Heute geht es mit dem Kinder-Yoga weiter. Wie ihr seht, sitze ich im typischen Yoga-Sitz, der Yoga-Teddy auch. Und der Yoga-Teddy hat auch schon die Hände in der Grußhaltung. Das macht ihr einfach mal nach. Dann begrüßen wir uns so, wie die Leute das in Indien, da wo Yoga herkommt, auch tun. Nämlich mit Namaste. Namaste bedeutet einfach nur, dass man jemanden begrüßt und sich verbeugt. Und das machen wir jetzt einmal. Namaste. Der richtige Yogasitz geht eigentlich so, dass man die Füße auf die Oberschenkel legt. Das heißt einmal so und einmal so. Nicht alle können das. Müsst ihr auch nicht können. Es reicht, wenn ihr euch einfach so in den Schneidersitz setzt. Heute fangen wir erstmal wieder mit dem Begrüßungszyklus an, den ihr schon gelernt habt. Nach dem Begrüßungszyklus gibt es eine Geschichte, die nennt sich Tiere im Schnee. Da kommen verschiedene Yoga-Übungen vor, die ich euch erst einzeln vormache und dann lese ich euch die Geschichte vor und ihr macht die Übungen dazu. Viel Spaß! Wir grüßen den Himmel. Wir grüßen die Erde. Wir grüßen die Sonne, den Mond, den Halbmond und die Sterne. Wir grüßen die Blume, den Baum, das Gras. Wir grüßen alle Tiere, denn das macht uns Spaß. Wir grüßen den Himmel, wir grüßen die Erde, wir grüßen die Sonne, den Mond, den Halbmond und die Sterne. Wir grüßen die Blume, den Baum und das Gras. Wir grüßen alle Menschen, denn das macht uns Spaß. Wir grüßen den Himmel, wir grüßen die Erde, wir grüßen die Sonne, den Mond, den Halbmond und die Sterne. Wir grüßen die Blume, den Baum und das Gras. Wir begrüßen die ganze Welt, denn das macht uns Spaß. Nun möchte ich euch die einzelnen Übungen zu unserer kleinen Winterreise zeigen. Die erste Übung ist der Berg. Die Berghaltung ist eine Standhaltung. Das heißt, du stehst mit ganzem Fuß auf der Matte, lässt die Arme runterfallen, machst die Schultern nach hinten und stehst einfach ganz still. Dazu gibt es einen Spruch auf der Karte: Ich stehe wie ein Berg ganz still, wenn ich mich entspannen will. Zur nächsten Übung gibt es keine Karte. Das machen wir mit den Händen und das ist die sogenannte Yoga-Brille. Die setzen wir uns mal auf. Und zwar versucht ihr das mal so mit den Händen zu machen, dass ihr eine Brille aufhabt. Warum Yoga-Brille? Ihr seht, es ist gar nicht so einfach und es tut auch sogar ein bisschen in den Händen weh. Zumindest bei mir, bei euch vielleicht nicht, aber meine Gelenke sind ja schon etwas älter. Für die nächste Übung gibt es auch keine Karte. Da sollt ihr Frost und Kälte darstellen. Und zwar schlingt ihr dabei eure Arme um den Oberkörper und zeigt, wie kalt es ist.
Dann haben wir die Yoga-Übung der Stern. Ihr kennt das vom Begrüßungszyklus. Einen Arm nach oben, einen nach unten und zeigen mit den Händen, wie die Sterne am Himmel funkeln. Dazu gibt es hier auch einen Spruch. Wie ein heller, schöner Stern funkle ich, das mache ich gern. Wie ein heller, schöner Stern funkle ich, das mache ich gern. Dann gibt es noch eine Übung. Da sollst du einen Kniestand machen mit einem Dach über dem Kopf. Die nächste Übung ist der Frosch. Die Froschhaltung geht folgendermaßen. Ihr geht runter, macht Froschbeine. Eure Fußspitzen sind am Boden, die Fersen aneinander und die Hände könnt ihr erstmal so auf der Matte aufsetzen. In der Geschichte ist das die Froschhaltung. Hier auf der Karte gibt es noch einen Spruch. Und bei diesem Spruch bewegt sich der Frosch. Da halten wir nämlich die Hände einmal so über der Großhaltung. Und hier steht, der Frosch streckt sich und springt durchs Gras. Springt dann ins Wasser, das macht Spaß. Der Frosch streckt sich und springt durchs Gras. Springt dann ins Wasser, das macht Spaß. Die nächste Übung ist die Maus. Für die Maus gehst du auf die Knie. Setz dich ab, stützt deine Ellbogen voll und machst hier mit den Händen so einen Mausebart. Und der Spruch heißt, neugierig schaut die Maus aus dem Mauseloch heraus. Als nächstes kommt die Katze. Für die Katze drehe ich mich einmal um. Die geht in den Vierfüßlerstand, so nennt man das. Und ihr kennt das ja schon, die Katze kann so einen Buckel machen und den Rücken rund machen. Und der Spruch heißt, die Katze macht den Rücken rund, dann wird er hohl, das ist gesund. Dann kommt der Hund, das ist eine ganz wichtige Yoga-Übung. Und zwar ist das hier der herabschauende Hund. Also für die Übung der Hund gehst du mit den Händen nach unten und schaust durch deine Beine hindurch oder zu deinem Bauch. Und dazu gibt es den Spruch, der Hund streckt sich und schaut zum Bauch. Nach oben schauen kann er auch. Bei der letzten Übung sollst du so tun, als ob du eine warme Tasse Tee in deinen Händen hältst. Und dann gibt es am Ende noch die Großhaltung. Namaste. Steh als Zapfen starr und still. Weil ich den Tieren zuschauen will. Frost und Kälte. Schneeflocken vom Himmel. Die Tiere suchen sich Schutz in ihrem Schlafplatzgetümmel. Der Frosch zieht die Füße zu den Ohren. Denn er ist im Winter eingefroren. Die Maus schläft ruhig in ihrem Bau, da ist es warm, ist die aber schlau. Die Katze schleicht im Winter um das Haus.
Dort findet sie selten eine Maus. Der Hund bleibt beim Herren. Da ist er wirklich gern. Wir Menschen leben in Häusern und trinken einen Tee. Die Stunde ist jetzt zu Ende. Namaste.